freue mich riesig, dass ich in Peking die Olympischen Spiele spielen kann und werde alles geben, um dass wir da große Erfolge feiern. Bin schon aufgeregt und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir wünschen allen deutschen Athleten und auch allen anderen viel Erfolg bei den Olympischen Spielen in Peking. Die Olympischen Spiele sind für jeden Sportler ein einzigartiges Erlebnis. Ich hatte das Privileg, 2008 bei den Sommerspielen mit dabei zu sein. Es war einzigartig als Tischtennisspieler. Wir wurden ganz herzlich willkommen. Ganz faszinierendes Publikum. Ich bin froh, dass wir auch jetzt bei den Winterspielen Zuschauer haben, auch wenn nur aus China. Aber trotzdem ist das was ganz Besonderes, in dieser Pandemiezeit überhaupt Zuschauer zu haben. Deswegen habe ich mich über die Nachricht sehr gefreut. Ich drücke allen Sportlern ganz fest die Daumen und ich bin mir sicher, es werden ganz tolle Winterspiele werden. Für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking wünsche ich an erster Stelle ja, allen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und vor allem auch guten Sport. Ja, Olympische Spiele haben eine herausragende Faszination. Sport ja, ist wirklich die schönste Nebensache der Welt. In den Tagen von Peking aber sollte der Sport im Mittelpunkt stehen. Ich bin mir sicher, dass das chinesische Volk immer sehr genieße, schöne Bilder der Freude und Begeisterung in die Welt tragen werden. Ich liebe Wintersport und freue mich auf spannende Wettkämpfe in Peking. Ich liebe Peking, ich war schon mal in Peking, eine sehr schöne Stadt. Ich bin begeisterter Skifahrer und ich wünsche allen Athleten ganz viel Spaß bei den Olympischen Spielen in Peking. Lasst uns gemeinsam die deutschen und chinesischen Athleten anfeuern. Jiayou! Wir drücken Peking die Daumen! Peking, Jiayou! Die Auswirkungen der Pandemie sind überall auf der Welt und in allen Bereichen zu spüren. In der Politik, in der Kultur, im Wirtschaftsleben, im Reise- und Warenverkehr, im Sport. So werden auch die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking angesichts der Pandemie besondere Herausforderungen mit sich bringen. Ich wünsche den Spielen einen sportlich interessanten und zugleich fairen, sicheren und gesunden Verlauf. Den Organisatoren sei herzlich dafür gedankt, dass sie dafür mit ausgefeilten Konzepten Sorge tragen wollen. This year we will celebrate the 35th anniversary of our city-city partnership, Cologne and Beijing. We will also celebrate the most sportive festival of international unity and fair competition, the Olympics 2022. Good luck to all sportive participants.